Sägemehlduft in der Nase und ganz viel Zuschauersitz. Ich bin im Zirkus. Ich überrasche heute zusammen mit dem Jonathan seine Schwester Carolina. Wir schauen zusammen hinter die Kulissen hier beim Zirkus. Ich bin dann natürlich, ich erfülle Wünsche. Ich bin in Neftenbach im Kanton Zürich. Es ist morgen früh ziemlich kalt, aber ich bin hibbelig und freue mich. Ich bin ganz in der Nähe aufgewachsen. Umso schöner kann ich heute jemanden von hier überraschen, Carolina. Mit ihr gehe ich heute in den Zirkus Knie. Wir schauen hinter die Kulissen, gehen in die Manege. Das sage ich aber erst ein bisschen später. Jetzt gehe ich sie zuerst mal daheim überraschen. Sie macht sich nämlich, glaube ich, für die Schule bereit. Sie lachen schon. Guten Morgen, Carolina. Hey. Wie geht's dir? Gut. Ich bin Anna. Ich erfülle Wünsche. Kennst du mich? Ja. Heute erfülle ich deinen Wunsch. Was meinst du, Anna erfüllt Wünsche statt Schule? Super. Wow, da startet schon mal schön, Carolina. Ja. Sehr gut, da weiss man. Wow. Was ist das? Ein Airtrack. Airtrack? Ja. Aber dann musst du dann, darfst du nicht mehr wachsen. Ja, und das ist auch mein grosser Schreibtisch. Ja, da machst du 50. Unter anderem auch. Mhm. Was ich auch noch gerne mache, ist Büchli anschauen. Ja. Wo ich auch gerne Büchli anschauen, ist dort oben. Da klettert man eine Uhr. Nein. Buch und dann kann man da oben sitzen. Hey, nein, das glaube ich ja nicht. Was ich noch gerne mache, ist mit den Ringen ein bisschen rumturnen. Aha, ist ein Wunder. Also, ich kann mich so gut. Carolina zeigt mir ihr schönes, zirkusiges Zimmer. Draussen macht sich schon ihre Brüder parat, der Jonathan. Er ist mein Überraschungskumpan heute. Du hast wirklich ein sehr, sehr tolles Zimmer. Ich glaube, das hätte ich auch mega lässig gefunden. Ich finde es auch mega lässig. Sag, du hast da so viele so Turnsachen. Was bist denn du so für eine? Was sind deine Hobbys? Ja, also ich habe früher auch noch so Zirkusakrobatik gemacht. Mhm. Hat es halt nicht mehr gegeben, weil es zu wenig Kinder geworden sind. Aber jetzt habe ich halt andere Hobbys. Und hast du irgendeinen Lieblingszirkus oder so? Also ich finde den Zirkus Knie ganz cool. Carolina, ich bin ja da, weil ich habe eine Überraschung für dich. Wenn wir mal schauen, wem du diese Überraschung eigentlich zu verdanken hast. Ja. Du kannst sitzen bleiben. Ich zeige dir mal, wer wir hier haben. Bereit? Der Jonathan, schau. Ihm hast du diese Überraschung heute zu verdanken. Er hat sich bei mir gemeldet auf srfkids.ch und alles, was wir heute machen, kannst du dich nachher bei ihm bedanken. Cool, danke. Du weißt schon, was wir vorhaben, jetzt ohne schon etwas zu verraten. Was denkst du, wie fest wird dir der Tag heute gefallen? Fest. Sehr fest. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube es auch. Und ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg. Ist gut. Ja. Also, ich freue mich mega. Let's go. Jetzt in Zürich sind wir gelandet. Ja. Schön da am See. Ja, es ist wirklich noch schön. Schon etwas gesehen? Nein, ich habe gesagt, nicht. Gar nicht? Nein, gar nicht. Sicher? Ja. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Ich glaube, du schaust gar nicht. Vielleicht ist das Knie dort hinten. Wie findest du Zirkus Knie so? Das ist einfach, ich finde es mega cool. Du warst schon viel, glaube ich. Ja, also wir haben mal eine kleine Tradition von Corona. Sind wir jede Ostern in die Knie gegangen. Also in unserem Osternestchen hatte es eine Eintrittskarte für die Vorstellung. Da, bei Anna erfüllt Wünsche, habe ich dir auch eine Art Eintrittskarte für den Zirkus Knie, aber eine speziellere. Wollen wir mal schauen? Ja. Mal schauen, was es jetzt so hat. Ja. Also komm. Also mein Herz pöpperlt.
dies. Mega auch. Ah, wie das schmeckt. Wie schmeckt es? Halt wie im Zirkus. Mega nach Zirkus, nach Sagmähl, nach Erde, nach... Alles so zusammen. Wow, schau mal. Wow, die sind aber schön. Das hier, das ist der Ivan Knie, 20, bekannt für seine Rostnummern. Er weiss, dass Carolina kommt, tut aber gerade noch nichts dergleichen. Extra. Mega schön, so eine Manege. Ja. Was löst das in dir aus, du als Turnerin, Zimmerturnerin? Ich finde das ganz cool, weil es ist wie, das haben sie ja das ganze Jahr geübt. Und dann... Wie findest du so Rostnummern? Ich finde sie auch ganz cool. Also ich find, vor allem in Knie sehen die dann so gut aus. Also, ich war schon mit recht klein im Zirkus. Hat mir der Papi immer erzählt, die Knie, die Pferdenummer findest du sicher mega cool. Und dann, als ich das erste Mal im Knie war, ich habe nur noch von denen erzählt. Wie wäre es jetzt, mal bei diesen Proben ein bisschen näher dabei zu sein? Sicher mega cool. Carolina, willst du kommen? Ja. Schau hier. Good boys. Komm. Hi. Hi. Mein Name ist Ivan. Das sind meine Pferde. Das ist der Darshan, Agadir, Saphir, Rubin, Amir und das ist der Chagall. Also, machen wir etwas mit denen. Darshan, Party. Rubin Ali. Rubin Ali. Hop, hop, hop. Good boys. Ali. Ali, Ali, Ali. Und jetzt musst du einen rausrufen. Das ist der in der Mitte da. Er heißt Saphir. Mhm. Das heißt ganz laut Saphir. Ist gut. Okay. Aber warte, ich sag dir wann, okay? Ja. Alle, Trapp. Alle, alle, alle. Nächste. Jetzt. Saphir. Ho, 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 ho. Langsam hier, hier. Ho, stopp. Bravo, okay. Kannst du denn das, gell? Ruhig, langsam. Langsam. Okay, brav. Good boy. Hey, schau mal, jetzt ist sie schon voll drin. Das ist auch cool. Hey, dank dir. Was heißt das? Rubin. Was macht das jetzt mit dir, wenn du das siehst? Es ist halt so meine Schwester hier in der Manege mit einem Pferd. Du freust dich, glaube ich, ganz fest für sie, gell? Ja, richtig schön hast du dich bei mir gefunden. Ja, richtig schön hast du uns ausgewählt. Falls du auch jemanden möchtest überraschen, Freundin, Brüder, Schwester, Cousine, wer auch immer, melde dich auf srfkids.ch. Ich sammle immer wieder Überraschungsideen. Und plötzlich landest du in einer Manege oder sonst irgendwo an einem coolen Ort. Siehst du jetzt. Brav. Okay, ist gut. Sie gefallen? Mega. Okay, Jungs. Wie war es? Mega cool. Was hast du jetzt gerade gemacht? Also, ich konnte die Pferde rufen und dann sind sie gekommen. Wie hast du das Gefühl gehabt, sind die Rosse so? Also, sie sind mega nett. Also, das ist wirklich schön, mit ihnen das zu machen. Und sie verfolgen auch richtig gut. Ja, es war schon mal schön, dich hier zu sehen. Und ich kann dir sagen, Carolina, das ist meine Überraschung für dich oder unsere Überraschung hier bei Anna erfüllt Wünsche. Der Ivan nimmt dich heute ein bisschen mit hinter die Kulissen. Der Ivan Knie von der Zirkusfamilie höchstpersönlich. Und jetzt hat er dich hier in die Rossbrot mitgenommen und er zeigt dir noch ein paar andere Sachen. Ist gut? Ja, das ist richtig schön. Wir sind schon am Pferd waschen jetzt. Ah, okay. Am Gras parat machen. Was sie nachher können essen. Genau. Gehen wir da rein. Das ist Bubi. Das ist Jack. Den haben wir vorhin in der Manege gesehen. Willst du rein? Ja. Mit ihm habe ich meine erste Nummer vor etwa 15 Jahren gemacht. Oh, dann ist er aber schon recht alt. Das heisst, dann bist du irgendwie 5 oder so? Ja, genau.
Wie ist das so, als Kind in einem Zirkus aufwachsen? Ja, ist noch lustig. Ist komplett normal für mich, aber nein, ist wirklich schön. Auch mit dem Pferd aufwachsen. Was hast du so für eine Beziehung zu diesen Tieren? Ja, Jack ist noch etwas spezieller. Ich habe mit ihm angefangen. Er ist sogar älter als ich. Er ist jetzt 22. Und ist wie ein Teil der Familie. Also ist wie ein, wenn wir einen Hund daheim haben. Oder, ja. Schon speziell. Die einen haben einen Hund oder ein Büsi daheim. Genau. Der Ivan hat halt ein Pony, gell? Wow, das ist aber cool. Avatar, er ist ein lustiger. Avatar, pisst. Pisst. Komm, 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 komm. Und auf der rechten Seite haben wir die weißen Raber. Das ist die gleiche Rasse, aber als eine andere Farbe. Schöne Rosse. Ja, sind wirklich noch schöne. Find ich auch. So. Parat. Ja, ich hoffe es. Wir sind ein kribbeliges Gefühl im Bauch. Ja. Und hoffe, dass es gut läuft. Danke vielmals, haben wir bei dir hier schauen. Gerne. Gehen wir rein. Alles, ja, voll. Oder? Oh, es fühlt sich langsam, schau. Ja. Ja, die Leute kommen langsam, um die Show heute zu schauen. Du warst heute noch mit drin. Wie war es heute, Carolina? Mega cool. Was war so das Tollste, was du morgen in der Schule erzählst? Also, dass ich bei den Pferden in der Manege gestanden bin. Richtig cool, hast du dich gemeldet bei mir. Super, hat es geklappt mit der Überraschung. Danke dir vielmals. Du darfst jetzt noch hinter die Kulissen schauen, wenn die Show anfängt. Darfst du mal schauen, wie sieht das eigentlich hinter dem Vorhang aus? Das ist etwas, was ich ja immer davon geträumt habe früher. Du darfst es jetzt machen. Ich wünsche dir ganz viel Spass. Danke. Und falls du noch mehr solche Überraschungen willst schauen willst, komm vorbei auf YouTube. Wir heissen SRF Kids. Am besten lasst gerade ein Abo da. Wir sind zum Beispiel auch schon bei einer Show hinter die Kulissen schauen von Divertimento, der Komiker. Oder im Fußballstadion sind wir auch schon mit einem Fußballkommentator. Liebes Publikum, dieser Moment ist für uns alle ein bewegendes Ereignis. Wir haben Sie vermisst und freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind. Lassen Sie sich verzaubern von dieser einzigartigen Show. Here we go, let's start the show.